Möchtet ihr eine Datei löschen, doch egal was ihr tut, die Datei lässt sich einfach nicht entfernen? In diesem einfach erklärt Video zeige ich euch, wie ihr hartnäckige Dateien trotzdem löscht. Es gibt verschiedene Gründe, weshalb sich Dateien nicht löschen lassen. Beispielsweise ist die zu löschende Datei gerade geöffnet oder man besitzt nicht die notwendigen Berechtigungen. Stichwort Trusted Installer. In diesem einfach erklärt Video möchte ich euch verschiedene Optionen zeigen, wie ihr solche hartnäckigen Dateien dennoch löschen könnt. Ihr solltet natürlich stets sicher sein, was ihr löscht. Entfernt ihr wichtige Systemdateien, kann das die Funktionsfähigkeit eures Systems beeinträchtigen oder das System sogar ganz lahmlegen. Viel Spaß mit diesem einfach erklärt Video. Eines der häufigsten Probleme beim Löschen von Dateien tritt auf, wenn die zu löschende Datei gerade in einer Anwendung geöffnet ist. Hierbei muss die betreffende Anwendung nicht mal sichtbar sein. Glücklicherweise zeigt Windows uns in einem solchen Fall an, durch welches Programm die Datei geöffnet ist. Hier haben wir jetzt, je nach Fall, verschiedene Möglichkeiten. Das erste, was man in einem solchen Fall tun sollte, wir schauen auf dem Bildschirm oder in der Taskleiste nach der Anwendung, die auf unsere Datei zugreift, und schließen sie. Sollte die Anwendung nicht sichtbar sein, können wir Folgendes tun. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf Start und wählen Task Manager. Alternativ einfach die Tastenkombination Steuerung, Umschalttaste plus Escape drücken. Im Task Manager wechseln wir auf das Register Prozesse. Hier suchen wir nach der Anwendung, welche unsere Datei geöffnet hat. Haben wir sie gefunden, klicken wir diese einfach an, sodass die Datei markiert ist, und anschließend klicken wir auf die Schaltfläche Task beenden. Damit wird die Anwendung beendet und unsere Datei sollte sich nun entsprechend entfernen lassen. Sollten wir so nicht weiterkommen, können wir uns durch die Verwendung eines Drittanbieter-Tools behelfen. Ich empfehle an dieser Stelle das Tool Handle. Dieses Tool ist von Microsoft, muss aber installiert werden. Außerdem handelt es sich bei diesem Tool um ein Befehlszeilenprogramm. Zu diesem Tool habe ich bereits ein Video gemacht. Ich verlinke es euch rechts oben im Infobereich und in der Videobeschreibung. Für die meisten sind Programme, die über die Befehlszeile ausgeführt werden, ein Buch mit 7 Siegeln. Aus diesem Grund zeige ich euch hier eine andere Variante. Ein Tool, welches Dateien entsperrt und direkt löschen kann. Und sogar mit einer grafischen Benutzeroberfläche. Direkt vorweg, es gibt zahlreiche Programme dieser Art. Im Grunde ist es egal, welches ihr verwendet. Für dieses Video habe ich mich für Log Hunter entschieden. Ihr könnt das Tool hier herunterladen. Einen Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Zum Herunterladen klicken wir auf der Hauptseite einfach auf die große grüne Schaltfläche mit der Aufschrift Download Now. Ihr könnt die Datei jetzt entweder direkt öffnen oder speichern und dann öffnen, wie ihr möchtet. In jedem Fall müssen wir die heruntergeladene Datei ausführen und Log Hunter installieren. Die Installation ist sehr einfach gehalten. Es gibt nichts zum Einstellen, sondern einfach nur die Schaltfläche Installieren. Nach der Installation war, jedenfalls in meinem Fall, kein direkter Link auf dem Desktop zu finden. In dem Fall einfach auf Start klicken und Log Hunter eintippen. Windows sollte uns das Tool jetzt anzeigen. Nach dem Öffnen sehen wir folgende Benutzeroberfläche. Das Tool ist zwar auf Englisch, aber keine Panik für diejenigen, die mit dieser Sprache nichts am Hut haben. Die Bedienung ist wirklich sehr einfach. Wir nehmen unsere gesperrte Datei und ziehen sie einfach auf das Textfeld am oberen Rand des Fensters. Log Hunter überprüft diese Datei und wir können nun Folgendes tun. Unlock it entsperrt die Datei. Delete it löscht die Datei. Unter Other
haben wir entsprechend andere bzw. weitere Optionen, wie beispielsweise Löschen beim nächsten Systemstart oder Entsperren und Umbenennen und Entsperren und Kopieren. Da es ja hier um das Löschen von Dateien geht, klicke ich auf Delete It. Wir bekommen noch eine Warnmeldung, welche wir mit Ja bestätigen müssen. Die Datei wird entsperrt und anschließend gelöscht. Klicken wir anstatt Delete It auf Unlock It, so wird die Datei einfach nur entsperrt. Anwendungen, die gerade auf die Datei zugreifen, werden quasi unterbrochen. Anschließend kann man die Datei löschen, verschieben oder was auch immer man damit vorhat. Fertig. So einfach ist das. Der nächste Fall, in dem sich eine Datei nicht ohne weiteres löschen lässt, betrifft die Dateiberechtigungen. Hier erhaltet ihr eine Meldung, die in etwa so aussieht. Hier findet man in der Regel auch genauere Informationen zu den notwendigen Berechtigungen. Bei wichtigen Dateien des Betriebssystems, die sich zum Beispiel im Windows-Verzeichnis befinden, gehören die Dateiberechtigungen meist dem Trusted Installer oder System. Beide Berechtigungen liegen über dem des Administrators, sodass man hier zunächst diese Dateien übernehmen muss. Das funktioniert folgendermaßen. Zunächst klicken wir die entsprechende Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Eigenschaften. Jetzt klicken wir auf das Register Sicherheit und hier auf Erweitert. Es öffnet sich das Fenster Erweiterte Sicherheitseinstellungen für Windows. Hier sehen wir den aktuellen Besitzer, in diesem Fall Trusted Installer. Nun klicken wir rechts neben dem Besitzer auf Ändern. Es öffnet sich noch ein neues Fenster, auf dem wir auf Erweitert klicken. Hier klicken wir auf Jetzt suchen. Im unteren Teil des Fensters bekommen wir nun alle möglichen Besitzer angezeigt. Wir wählen den passenden aus, also der, der die Berechtigungen erhalten soll. In den meisten Fällen sollte das Administratoren sein. Wir schließen das Fenster mit OK. Unsere gerade getroffene Auswahl, hier Administratoren, erscheint in dem großen Textfeld. Auch hier schließen wir das Fenster mit einem Klick auf OK. Das Fenster Erweiterte Sicherheitseinstellung schließen wir ebenfalls mit OK. Wir haben jetzt den Besitzer der Datei von Trusted Installer auf Administratoren geändert. Das reicht aber noch nicht. Wir müssen uns jetzt noch die Berechtigungen zuweisen. Also das, was wir mit der Datei tun dürfen. Das ist aber jetzt ganz einfach. Auf unserem Eigenschaftenfenster klicken wir erneut auf Erweitert auf dem Register Sicherheit. Falls ihr das Eigenschaftenfenster geschlossen habt, einfach wieder neu öffnen. Hier klicken wir jetzt auf die Schaltfläche Berechtigungen ändern. Jetzt wählen wir den zuvor gewählten Benutzer aus, in diesem Fall Administratoren, und klicken auf die Schaltfläche Bearbeiten. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem wir per Häkchen die gewünschten Berechtigungen setzen oder entfernen können. Wir setzen hier jetzt das Häkchen bei Vollzugriff. Es werden automatisch alle anderen Optionen ebenfalls ausgewählt. Wir bestätigen die Auswahl der Berechtigungen mit OK. Beim Schließen des Fensters Erweiterte Sicherheitseinstellungen erhalten wir noch eine Warnung, dass wir Berechtigungseinstellungen eines Systemordners ändern. Dieses Warnfenster müssen wir mit Ja bestätigen. Jetzt noch das Eigenschaftenfenster schließen und wir sind fertig. Die Datei wurde vollständig übernommen und durch den Vollzugriff, den wir uns erteilt haben, können wir nun mit der Datei tun und lassen, was wir wollen. Zum Beispiel löschen oder verschieben. Der Vollständigkeit halber zeige ich euch noch, wie ihr die hier gezeigte Trusted Installer Berechtigung wiederherstellen könnt. Das geht folgendermaßen. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Datei und wählen Eigenschaften. Jetzt wechseln wir wieder auf den Reiter Sicherheit und klicken auf Erweitert. Also im Grunde der gleiche Ablauf wie beim Übernehmen der Datei. Im Fenster Erweiterte Sicherheitseinstellungen
setzen wir zunächst den Besitzer wieder auf den vorherigen. In diesem Beispiel also den Trusted Installer. Das sieht so aus. Da wir Administratoren ja den Vollzugriff erteilt haben, setzen wir diese Berechtigungen jetzt ebenfalls wieder zurück. Das tun wir, indem wir den Administratoreneintrag erneut bearbeiten. Diesmal entfernen wir aber das Häkchen bei Vollzugriff und stellen sicher, dass nur Lesen, Ausführen und Lesen aktiviert sind. Fertig. Solltet ihr einen anderen Besitzer oder Berechtigungen verwendet haben, so müsst ihr natürlich diese wieder auf den Ausgangswert setzen. Es kommt im Normalfall nicht so häufig vor, dass man auf eine Datei nicht im gewünschten Maße zugreifen kann. Doch wenn es vorkommt, dann ist es meist umso ärgerlicher. Gut, wenn man dann weiß, was man tun kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir das am besten zeigen, indem ihr mir einen Daumen nach oben gebt und fleißig kommentiert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.